Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und heute machen wir wieder eine richtige Mission. Im letzten Teil haben wir ein paar Zufallsbegegnungen gemacht. Wir haben unsere Modelle nochmal ein bisschen hochgelevelt und die nächsten Punkte werde ich jetzt gerade bei mir verteilen. Schauen wir nochmal ganz kurz. Ich wollte ja gerne hier schwacher Rückstoß haben als Fähigkeit. Dazu muss ich jetzt als nächstes die Fähigkeit Überleben erlernen. Klingt nach einer sinnvollen Investition. Diese Fähigkeit erhöht die Qualifikation Ausweichen um 10% und die VPs, also die Vitalitätspunkte der Figur, unter 25% des Maximalwertes fallen. Ach ja, das ist ja ganz praktisch. Okay, machen wir das. Als nächstes kommt dann schnellerer Schnellschuss. Danach kommt schnellere Schüsse. Größere Reichweite des Schaden und irgendwann dann halt schwacher Rückstoß. Wir haben eine neue Waffe, Sturmgewehr 44 als Hauptwaffe für Günner. Dann bei Klaus habe ich angefangen, hier diesen Fertigkeitsbaum weiter auszubauen. Irgendwann schnelleres Zielen werden wir nicht mehr erreichen, denke ich. So viel werden wir gar nicht mehr bekommen, aber Spezialisierung Gewehr wollen wir natürlich gerne haben. Erhöhte Vertrautheit wollen wir haben. Höhere Chancen für kritisch nicht unbedingt, weil ja sowieso jeder Fernkampfangriff kritisch ist. Aber schwerer bei kritisch wollen wir ganz gerne haben, damit wir insgesamt noch ein bisschen mehr Schaden machen können. Rocco habe ich jetzt eine Panzerfaust gegeben. Also einen Typ Raketenwerfer. Darauf haben wir ihn nämlich spezialisiert. Spezialisierung Raketenwerfer. Damit müsste er jetzt mit dem Ding auch ein bisschen besser schießen können. Ich habe ihm 4 Stück ich habe ihm mal 4 Raketen gegeben, ist vielleicht ein bisschen viel. Die werden wir auch gar nicht so früh und alle brauchen, aber es kann ja nicht schaden, so eine Panzerfaust dabei zu haben. Karm hat auch noch ein Level bekommen und jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Ich wollte ja gerne für Karm die Fähigkeit Solo erlernen. Dann machen wir mal hier weiter. Festes Gewehr, bewegen ohne an Schussgenauigkeit einzubüßen. Das ist gut, ums Leben rennen, das ist auch ganz gut. Erhöht die Schießstrafen des Feindes um 100%, wenn sich die Figur bewegt. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Schnellere Hockstellung, schnellerer Haltungswechsel, umsonst umsehen. Das ist auch eine ziemlich coole Fertigkeit, aber wir machen mal hier mit der Aufmerksamkeit weiter. Beseitigt die Strafe für den ersten Zug im Kampf. Ebenfalls ja einen Level hat Kenko bekommen. Kenko will ich ja zu so einem Fallensteller machen. Die Spezialisierung Maschinengewehr, irgendwann mache ich vielleicht noch diese erhöhte Schussreichweite, aber sobald brauchen wir es jedenfalls noch nicht. Und dann gucken wir mal gerade weiter, bei Gary ist soweit alles beim Alten geblieben. Okay, gut. Dann können wir die Basis verlassen und uns nach Brandenburg begeben, wo die nächste Mission auf uns wartet. Sie heißt Deutscher Herrensitz. Dieses eindrucksvolle Gebäude ist Eigentum und Hauptwohnsitz von Oberst Helmut Koch. Er erwarb das Haus und das umgebende Land unmittelbar vor Kriegsbeginn. Seitdem lebt und arbeitet er dort. Wenn er zu Hause ist, dient ihm das Landgut als Hauptquartier, in dem es vor Angehörigen des Militärs nur so wimmelt. Auch wenn er das Haus aufgrund irgendwelcher Pflichten verlassen muss, wird es von Soldaten bewacht, die seinem Kommando unterstehen. Es wirkt deshalb auch während seiner Abwesenheit lebendig. Und wir wissen ja, dass Oberst Helmut Koch offenbar Dreck am Stecken hat und mit dieser Organisation Thors Hammer zusammenarbeitet. Deswegen gucken wir jetzt mal, was passiert. Es kommt bestimmt eine Videosequenz. Jawohl. Oh ja, die Mission ist super. Haha, ich sag nichts. Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich bin von der Abwehrsektion 2. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich will nur mit Oberst Koch reden. Er kann jetzt nicht gestört werden. Wie Sie sehen, habe ich die Befugnis, ihn zu stören. Es scheint so. Oh, die Mission ist klasse. Ich bin froh, dass wir den Raketenwerfer dabei haben. Sie warten hier. Klar, gerne. Ah, unsere Freunde, oder? Unsere Freunde?
Nee, die Sau hat Gary ins Knie geschossen. Schon auf ihr blödes Gesicht. Apropos blödes Gesicht. Ja, ist das nicht toll, oder? Das ist eine Menge. Das ist eine Menge an Helmen, oder? So, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie kommt man hier nochmal am besten raus? Denn raus müssen wir hier. Sonst wird's bitter, ne? Ja, lass mich mal kurz überlegen. Ach du meine Fresse. Und der Typ da oben, seht ihr das? Der hat ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr. Und das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne für Klaus. Okay, ja. Lass mal gerade gucken, Gary. Du könntest theoretisch... Okay, wir wählen mal gerade alle aus und gehen mal gerade auf Rennen. So. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier rausrennen. Oder um unser Leben rennen. Wir können es auch mal gerade abbrechen. So. Jedenfalls dürfte das hier ziemlich ungemütlich werden, wenn wir jetzt nämlich hier auf jemanden schießen und die bekommen alle einen Interrupt oder sowas, dann gucken wir ziemlich dumm aus der Wäsche. Wir versuchen noch nicht mit Gary abzuhauen, denn Gary erhöht ja unsere Schussfähigkeit und so weiter. Wir könnten hier Deckung hinter diesem Auto nehmen. Karl, lauf mal dahin. Das ist kein echter Soldat. Gar kein Problem. Schau mal in die Richtung. Gut. Günner. Zu Befehl. Günner, lauf mal hier hin. Habe einen Soldaten entdeckt. Ach, nee, mach Witze. Also jetzt bin ich überrascht. Er hat tatsächlich einen Soldaten entdeckt. Wahnsinn. Soldat, das ist zu einfach. Was an der Sache ist zu einfach? Soldat. Dass wir vielleicht alle sterben werden, ist das zu einfach? So. Rocco, mach schneller. Okay, Kenko. Du wechselst mal gerade auf das TNT. So, jetzt muss ich mal... Ich mach mal einen schnellen Speichern. Jetzt muss ich nämlich genau aufpassen, dass ich den Punkt erwische. Ja. Dass ich den Punkt erwische, dass ich noch vor dem Tor stehe. So, wer von euch hat denn besonders viele Aktionspunkte noch? Das ist relativ wurscht. Soldat, das ist zu einfach. Kenko, lauf ein Feld noch über. So, Klaus, du machst das Tor zu. Soldat. Das ist zu einfach. Okay. Und jetzt lauft. Gary, du läufst mal hier hin. Klaus, du müsstest auch so laufen, dass du da nicht Soldat, mehr direkt in der Schussreichweite von denen bist. So, Kenko, du... Scheiße. Das kostet 32. Zwei Aktionspunkte zum Umdrehen und 30 zum Platzieren. Oh fuck. Okay. Ist das mit dem Lydit einfacher? Nö.
Dann mach folgendes, Kenko, bleib noch hier stehen. Und mach nochmal gerade den Sprengstoff aus der Hand. Das könnte gefährlich werden. Ich nehme den Befehl an. So, guck in die Richtung, Günner. Wird gemacht. Guck in die Richtung, hock dich hin. Rocco. Guck in die Richtung. Hock dich hin. Klaus. Lauf hier rüber. Guck dahin. Kam. Hock dich hin. Okay. Gary, dreh dich mal da rum. Und tape dich mal schnell. Als Arzt hat man gewisse Vorteile. Ja, das stimmt. Okay, Ende der Runde. Gucken wir mal, ob das so eine gute Idee von mir war. Ich würde ja gerne mit Kenko noch eine Falle bei diesem Tor legen. Jetzt lassen wir sie erstmal kommen. Und nachher müssen wir dann natürlich... Also, es gibt hier hinten noch ein Tor. Ich kenne die Karte halt schon, ja. Hier müssen wir halt aufpassen. Da müssen wir am besten auch noch eine Falle legen. Also, was ich gerne machen würde, wäre... hier das Terrain ein bisschen zu verminen, so dass die Leute da nicht gut rauskommen, dann das andere Tor zu sichern und ja, dann gucken wir mal weiter. Aber definitiv mussten wir da raus, wir konnten da nicht stehen bleiben, sonst wären wir tot gewesen. Boah. Also die Mission hier, die ist knackig. Hier ist knackig. Übrigens dann auch noch zu dem Spruch, ich bin froh, die Panzerfaust dabei zu haben. Vielleicht müssen wir uns hier mit der Panzerfaust noch ein Loch in die Wand schießen. Damit wir dort nachher wieder reinkommen. Denn wir haben ja noch eine gewisse Mission. So, wir haben 15 Aktions... Kann Spielstand nicht speichern. Oh, das ist natürlich nicht so gut, ne? Achtung, hier lauern überall Fallen. Achtung, Idioten. Sehr super. Geilomat. Comprendere. Das ist zu einfach. Laufen. Rennen. Rennen, rennen, rennen. Verstecken. Sicher? Alle auf die Seite. Kam, du läufst auf jeden Fall mal hier runter. Subito. Und nimm den Klaus mit, denn ihr könnt dann schauen, ob hier unten schon Leute ankommen. Und ihr könnt da unten ganz gut die... ihr könnt da unten ganz gut das alles frei halten. Zu Befehl. Lauf noch ein bisschen zurück, Günner. Okay, gut, hau noch ein bisschen ab in die Richtung, so. Gary, tarn dich. Rocco, guck da hin. Comprendere. Verberg dich. Wechsel mal auf die Panzerfaust. Ja, also vielleicht müssen wir nachher uns irgendwo noch so ein Loch in die Wand sprengen. Ich weiß noch nicht genau wo. Wahrscheinlich eher dann auf der Seite. Müssen wir mal gucken. Wir könnten mit Rocco natürlich auch hier Granaten drüber werfen. Ja, mach mal auf. Mach mal die Tür da drüben auf. Die stehen jetzt da und gucken sich die Mine an. Ach ja, solide Arbeit. Ja, muss man sagen, ne? Ah, jetzt kann ich nochmal schnell speichern. Okay, gut. So. Ich werde sonst immer nervös, wenn ich das nicht kann. Also kann ich schon mal direkt hier um das Tor rumgucken, hier um die Ecke.
Okay, da scheint noch nichts zu sein. Karm, du musst auf jeden Fall weiter. Versteck dich mal da hinter der Laterne. So, fein. Verbergen. Günner auch verbergen. Mal hier dein Gewehr raus. So, reguläre Minen habe ich ja keine dabei. Auf jeden Fall denke ich, würden wir das mitbekommen, wenn da jetzt Leute rauskämen. Oder? Ist doch so, ne? Dann lauft ihr auch mal darunter. Wir wollen nämlich gerne auf der anderen Seite rein. Kampf starten. Ich mache hier jetzt nicht so ein Zeug. Nee, nee. Fang jetzt hier nicht an, im Echtzeitmodus rumzueiern. So, Karm, lauf bitte vor. Klaus, du läufst hinterher. Und ihr müsst jetzt ganz, ganz schnell hier drüben das Tor sichern. Das ist ultra, ultra wichtig. Subito. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Nur das Problem ist, es kann natürlich, ich gehe zumindest davon aus, dass halt hier links und rechts auf jeden Fall auch noch Leute sind. Wie viel kostet mich denn das Tor zuzumachen? 12. Schau mal darüber, Karm, und hock dich mal hin. Macht so schnell, wie es irgendwie geht. Rocco, lauf mal nicht mit der Panzerfaust rum. Das ist vielleicht ein bisschen too much, wie die Italiener sagen würden. Frage ist jetzt, ob die uns gehört haben, aber ich denke schon. Da drüben ist immer noch der Club der Mineure. Okay, Klaus. Sicher? Noch nicht ganz. Soldat! Das ist zu einfach. Sicher? Okay, also eine Sache muss ich jetzt aber sagen. Es sieht nicht so aus, als würde der Typ mit einem fetten Maschinengewehr in der Hand. Nee, es ist kein Maschinengewehr, das ist kein MG, das ist eine FG. Also das Fallschirmjägergewehr, meine ich. Außerdem, Klaus hat die Leute da oben im Dachstuhl entdeckt. Ein bewaffneter Zivilist. Puh, ja, ist die Frage, wo laufen die jetzt gerade hin? Komm, mach mal das Tor zu. Das Scheiße. Ist kein echter Soldat, doch. Gar nicht kein Problem. Gut. Das ist kein echter Soldat, doch. Gar kein Problem. So, jetzt kannst du dich aber mal wieder hinstellen, denn jetzt das ist bist du da etwas Soldat, sicherer. Doch. Genau, so. Problem. Den Klaus nimmst du auch mit. Sicher? Wir klettern hier über die Mauer
Und wenn wir es dort nicht schaffen, dann wird gemacht. Sprengen wir irgendwo ein Loch in die Wand. Aber ich glaube, wir müssen es auch so schaffen. Confermato. Okay, Rocco wurde entdeckt. Das ist natürlich nicht so super. Wer hat alle diese Gäste eingeladen? Das wäre natürlich jetzt besser gewesen, wenn wir hier nicht entdeckt worden wären. Aber de facto ist es nicht anders wirklich gut machbar. Ich meine, die wissen ja auch eh, dass wir hier noch sind. Noch ein Feind. Habe ich nicht erwartet. Aber je weniger die Leute wissen, desto besser ist das de facto für uns, ne? 66 Aktionspunkte, das ist ein bisschen zu viel. Stell dich hier hin. Schau darüber. Nee, da kann ich nicht hin. Da kann ich unmöglich hinlaufen, Ende der Runde. Also wenn wir Schwein haben, dann ist hier wirklich keiner. Dann... Das ist ja ganz gut. Das ist ganz gut. Denn Karim muss natürlich hier die Lauscher spitzen. Oh, das ist nicht gut. Das ist jetzt wiederum nicht gut. Denn hier wollten wir ja natürlich über die Mauer klettern, ne? Ich würde das nach Möglichkeit gerne vermeiden, hier durch irgendein Tor durchzurennen. Weil dann stehen wir auch direkt auf dem Präsentierteller. Hier drüben, da geht's noch halbwegs. Da haben wir noch hier diese kleine Baumgruppe da als Deckung. Das geht noch so ein bisschen. Erstmal verbergt ihr euch alle. Komm, lauf mal. Nee, kommst du nicht darauf? Ich meine, Karm müsste da eigentlich rübergehen können. Okay, Kenko, als allererstes bitte bringst du hier die Sprengfalle an. Wenn ich dem Feind ins Auge sehe, muss der Feind auch mir ins Auge sehen. Immer mehr Soldaten sind bereit zu sterben. Und ab dafür. Noch mehr Feinde! So, Karim, kommst du jetzt drüber? Okay, jetzt gibt's keinen legitimen Pfad mehr. Das ist okay. Dann würde ich sagen, wir könnten fast abwarten, was die Leute da erstmal machen. Auf der anderen Seite können wir uns auch hier schon mal mit Rocco in Stellung bringen. Ja. Toll. Nee, so war das nicht gedacht. Okay. Bleib mal auf der Distanz. Wir müssen ja nur hier oben diese Dornen absprengen und dann können wir, glaube ich, schon drüber klettern. Clevererweise steht man nicht so dicht an der Explosion. Wird gemacht. Okay, schauen wir mal, was die machen. Stellen sich alle an das Tor und gucken da, was ist da los? Da ist doch was. Da ist ein kleines Päckchen an der Tür, so ein kleines grünes Päckchen. Aber der Briefkasten ist auf der anderen Seite. Oder sowas. Und das da sieht natürlich hier auch... Hier unten können wir auch schon ein bisschen was sehen. Irgendwie, da sieht natürlich auch etwas merkwürdig aus, ne? Also, das haben nur die wenigsten Anwesen, ja?
So ein Raketenschacht oder was auch immer. Okay, so, jetzt probieren wir das mal. Wie viel Schaden machen denn die Panzerfaustraketen? 100 bis 145, das ist doch mal ein ordentlicher Wert. Das müsste eigentlich schon gereicht haben. Nee, noch nicht. Okay, gut. Die machen weniger Schaden, die Dinger. Okay. Aber wir haben noch genügend Aktionspunkte, um so ein Teil zu werfen. Das sollte man auch nicht vergessen. Das ist eine HE-Granate, ist keine Splittergranate. Buono. Ich habe mich verbessert. Ups. Ja. Hätte nicht gedacht, dass die Explosion so groß ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Felder weit weg. Na, dann scheint das ja ein bisschen anders kalkuliert zu werden, ne? Das ist nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, Günner. Du rettest den Tag. Dieser Feind ist meine Ausbildung nicht wert. Wow! Nee. Warte mal, Günner. Och, jetzt guckst du in die falsche Richtung. Das ist doch kacke. Stell dich da mal hinter den Baum. Dieser Feind, so, jetzt sehen wir's, ist meine Ausbildung. Schaut euch das mal an. Alter, was geht ab? Oh, ich bin kurz davor, diese Mine da in die Luft zu jagen. Scheiß drauf. Känguru? Was zum Geier machst du da? Approvazione. Kenko sprengt sich mal wieder selbst in die Luft. Das ist die größte Gefahr für Kenko ist er selbst, ne? Sanitäter! Jetzt bin ich noch gefährlicher. Klaus, relativ gesprochen, stimmt das auf jeden Fall. Weil Kenko gerade extrem ungefährlich geworden ist. Ach du meine Fresse. Hat der Typ dann MG? Er hat eine MP40. Der ist gesund. Der Typ stand direkt in der Explosion von einer Splittergranate und ist noch gesund. Ach du meine Fresse. Okay, Günner, lauf um dein Leben. Dieser hinter dem Feind Baum. Ist meine Ausbildung nicht wert. Ich weiß es nicht. In Summe sind sie es auf jeden Fall. Hock dich hin. Und tu so, als wärst du nicht da. Sicher? Klaus, das sind die meisten Aktionspunkte. Du musst auch gucken, dass du so weit wie möglich hier wegkommst. Lass dich am besten jetzt nicht entdecken, ja? Soldat,
Das ist zu einfach. Lass dich nicht entdecken. Soldat, das ist zu einfach. Was hat der für eine Waffe? Auch eine MP40. Die scheinen auch keine Granaten dabei zu haben. Okay, so, dann hoffen wir mal, dass Kenko nicht stirbt. Das wäre nämlich blöd. Das war der gesunde Typ mit dem ungesunden Maschinengewehr. Der Kenko. Ohne Scheiß. Sprengt er sich mal wieder selbst in die Luft, ne? Oh, erfreulich. Nicht ganz so erfreulich, kam halt nicht mehr so viele Granaten. Aber noch genügend. Nicht so verkehrt, gell? Okay, Kenko ist noch kritisch, der ist immer noch blind. Gary, verarzt ihn mal schnell. Oh, ich sehe eine Steigerung. Inwiefern? Du meinst, wenn das nochmal passiert, ist er komplett tot? Oder du meinst, es wird nicht nochmal passieren, weil Kenko jetzt endlich mal seine Lektion gelernt hat? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls geht mir das ein bisschen gegen den Strich, dass ich jetzt hier erstmal unseren Ingenieur verarzen muss. Auf der anderen Seite, was mir ziemlich gut abgeht, ist, dass die Leute da alle vor diesem Tor rumgepimmelt sind und das war gar nicht so verkehrt für uns. Okay, wir schalten erstmal den Typen aus, denn der könnte uns ja in den Rücken fallen, ne? Ist mir noch nie passiert. Doch, das ist hier schon oft passiert. Und weg ist er, ne? Oh, so eine Mistratte. So eine Mistratte. Sicher? Soldat, das ist zu einfach. Okay, da drüben ist schon mal alles tuck. Dann visier den halt an. Unter Vorbehalt, bitte. Gut. Vielleicht sollte ich mich selbst erschießen. De facto fände ich das zumindest... Das wäre eine nette Geste. Das wäre zumindest eine nette Geste. Wow. Da ist auch nicht so viel von den Jungs übrig geblieben. Und ist es ein FG? Ne, es ist ein MG34. ZB2630. Eine Bren Gun. Ach du meine Fresse. Sollte halt schon mit Günner vorsichtig sein. Da ist er doch. Zu Befehl! 58% nur, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Prozent mit so einer Salve, das wäre nicht so schlecht. 14. Da müssten doch zwei Salven drin sein. Ja, da müssten zwei Salven drin sein. Also, weil da sind natürlich die Bewegungspunkte zum Umdrehen noch mit drin. Wenn man hart arbeitet, perfekt. Wird man auch besser. Perfekt, perfekt. Das hätte nicht besser laufen können. Okay. Rocco. Lad mal die Bazooka nach. Also die Panzerfaust.
Ah, der ist, glaube ich, zu weit weg, ne? Komm, lauf mal hier vor. Das ist kein echter Soldat, doch. Ich kann mir vorstellen, dass ich dich hier vorne noch gebrauchen kann. Das ist kein echter Soldat, ja, genau wegen sowas. Genau wegen sowas. Das Problem ist nur, jetzt kann ich mit dir nicht mehr zurücklaufen. Ärgerlich. Kenko, versteck dich mal. Hauptsache, der Gary sieht dich noch. Oh, gibt's echt... Wir sollten hier verschwinden. Echt mal eine Mission... Oh, gibt's echt mal eine Mission, wo... Kenko mal vielleicht nicht komplett zerlegt wird oder sich selbst zerlegt. Ui, das war knapp. Muss übrigens gleich mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Mein Timer steht irgendwie bei 56 Minuten, das kommt aber nicht ganz hin, meine ich. Ansonsten muss ich den Part nachträglich cutten. Eigentlich auch wieder hier ein ganz gutes Betätigungsfeld für eine Handgranate, ne? Ey, aber so viele Gegner hatten wir definitiv noch nie, oder? Ich glaube nicht. Ich guck mal gerade, wie lange ich aufnehme. Sekunde bitte. Ja, 36 Minuten. Das genügt mir, um an der Stelle den Part zu beenden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hoffen wir, dass Gary Kenko wieder zusammenflicken kann. Dass Karm das Ganze irgendwie auch halbwegs gut überlebt. Das wäre auch sehr wünschenswert. Wird Klaus seine nächste 80% Chance mit seinem Scharfschützengewehr verwandeln? Wird Günne irgendwann noch eine andere Haltung finden für sein tolles Gewehr? Also wird er immer versuchen, cool auszusehen, wenn er es hält? Oder wird er versuchen, auszusehen wie ein anständiger deutscher Soldat? Wir werden es rausfinden im nächsten Part von Let's Play Silent Storm. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.